Hi Matthias von Gizmodo hier. Ich bin hier bei Amazon und als einer der ersten in Europa haben sie uns ihr neues Kindle Voyage gezeigt. Das Teil kostet 189 Euro, kommt Anfang November in den Handel und hat ein paar ganz interessante Features, praktisch das High-End-Kindle-Modell. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Wie ihr seht, das Ganze hat immer noch ein 6 Zoll Display. E-Ink, wie immer. Allerdings ist diesmal die Auflösung um einiges höher. Und zwar sind es jetzt 300 dpi und es ist wirklich knackscharf und richtig schnell. Und man sieht auch beim Umblättern, es blättert auch schneller um, als man es gewöhnt ist von solchen E-Ink-Displays. Die Display, die Pixel-pro-Inch-Dichte, die ist von 216 oder so ähnlich auf 300 hochgegangen. Also man sieht auch da echt einen ganz ordentlichen Unterschied. Ich habe hier mal zum Vergleich den Einstiegskindle dabei. Der kostet nur 55 Euro, wird glaube ich ab heute verschickt, in diesem Fall jetzt erhältlich. Und man sieht es, die Displays sind eigentlich gleich, aber der Rahmen ist doch deutlich geschrumpft. Und es ist auch deutlich dünner geworden. Wenn wir mal um das Gerät rumgehen, seht ihr das hier? Der Einstieg ist schon ordentlich dick, der hier ist nur 0,76 cm dick. Und wenn wir jetzt mal nach hinten gehen, sehen wir, hier haben wir eine ähnliche Designsprache wie beim Amazon Fire HDX 8.9. Also hier ist ein schönes, mattes, fingerabzuweisendes, leicht gummierte Plastik. Und hier oben, ja, wie ich finde, leider Klavierlackoptik, die Fingerabdruck anfällig ist. Ja, vielleicht gefällt es ja einigen, mir jetzt exakt nicht so. Hier rechts haben wir einen Ausschalter. Und was jetzt noch wirklich besonders ist an dem Ganzen, was mir auch wirklich gefallen hat, es gab ja viele Beschwerden von, als sie gewechselt haben von einer normalen Knopfsteuerung auf Touchsteuerung im Display, dass die Leute sagen, sie wollen eigentlich nicht immer das Display anfassen. Und hier hat Amazon nachgebessert. Ihr seht diese kleinen Streifen hier links und rechts. Und die sind nämlich ja, praktisch physisch. Hier kann ich durch Druck nach vorne und nach hinten navigieren, was ich wirklich ein ganz klasse Feature finde. Und Amazon hat auch gesagt, dass die Druckstärke individuell eingestellt werden kann. Müssen wir dann alles mal in Ruhe ausprobieren, sobald wir das Testgerät haben. Der erste Eindruck von dem Teil ist wirklich sehr positiv. Wie gesagt, 189 Euro. Ab Anfang November wird das ganze Sache verschickt. Gibt es wie immer auch in der LTE-Variante dann für einen leichten Aufpreis. Die genauen Specs könnt ihr bei uns im Hands-on-Artikel nachlesen. Ansonsten für eure Fragen ruhig unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auch, wenn ihr dem Ganzen ein Like gebt und unseren Kanal abonniert. Danke, das war Matthias für Gizmodo.